Gejammert wurde genug. Genau das sieht die Bezirksrundschau, wenn es um das Thema Fachkräftemangel in unserer Region geht. Die Ursache der Problematik liegt auf der Hand. Aufgrund des demografischen Wandels sollen bis 2035 der oberösterreichischen Wirtschaft an die 60.000 Fachkräfte fehlen. Jetzt ist Handlungsbedarf angesagt. Ja, wir haben es heute hier in Schärding bei der letzten Diskussion dieser Reihe gesehen, dass es sehr wichtig ist für die Firmen, sich des Problems selber bewusst zu werden, wo sie ansetzen müssen. Bei den Lehrlingen, bei den Fachkräften. Und es ist jetzt ganz wichtig, diese Themen zu analysieren und auch aufzugreifen. Und die Rundschau sieht sich hier als medialer Nahversorger, auch darüber zu berichten, was Firmen erfolgreich in der Umsetzung machen können und auch die Fachkräfte, die Arbeitskräfte mit den Firmen zusammenzubringen. Doch welche Maßnahmen können in der Region getroffen werden? Wir fassen die Schlagworte der Podiumsdiskussion zusammen. Die Arbeitsbedingungen. Aus meiner Sicht, der Erfolg bei den kleinen und mittleren Unternehmen ist, dass man gescheite Arbeitsplätze schafft, dass das Umfeld für die Mitarbeiter passt, dass die Führungsqualitäten in Ordnung sind und da gehören entsprechende Schulungen her, auch von der persönlichen Seite her, nicht nur die technische Seite muss geschult werden. Und wenn man das zusammenbringt, dass der Mitarbeiter zufrieden und motiviert in der Früh kommt und nicht angefressen heimgeht auf Nacht, dann glaube ich, haben wir die Chance, dass wir unsere Leute kriegen, was wir brauchen und dass wir wachsen können. Die Attraktivierung der Lehre. Es ist ein kultureller Wandel, der ist jetzt im Vollziehen. In den Betrieben wird diese Chance gegeben. Jetzt ist nur, dass die Eltern oder auch die Lehrer sozusagen den Kindern schmackhaft machen, dass eine Ausbildung in der Lehre eigentlich ganz, ganz große Chancen bietet. So bieten viele Unternehmen aus der Region bereits eine eigene Lehrlingsausbildung an. Seit vielen, vielen Jahren hat es einen sehr, sehr hohen Stellenwert und funktioniert demnach auch sehr, sehr gut. Wir haben über 700 Lehrlinge ausgebildet in den letzten 40 Jahren mittlerweile und damit schaffen wir es eigentlich bis jetzt ohne Probleme dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Wir bilden uns unsere Fachkräfte selber aus und das funktioniert sehr gut. Die Anhebung des Pensionsalters. Die Diskussion, länger zu arbeiten, gibt es schon sehr lange und sie ist natürlich auch ein Teil des Problems, wenn wir vom Fachkräftemangel reden. Also wir glauben, es hätte viele Vorteile, wenn es uns gelingt, ältere Arbeitnehmer länger im Erwerbsleben zu halten, nicht nur des Pensionssystems wegen, sondern auch, weil es ein Vorteil für die Betriebe ist. Mehr Berufschancen für Frauen. Mein Zugang ist der, dass wir endlich jetzt wirklich handeln sollen. Nicht immer die Schlagworte, wir brauchen die Frauen, wir brauchen das Potenzial der Frauen, sondern wir müssen dort auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und mit Rahmenbedingungen ist eben nicht nur gemeint, Betreuungsplätze zu schaffen, sondern auch in der Arbeitszeit, vor allem eine Flexibilisierung, dass wir die Frauen dann wirklich die Potenziale einsetzen können, wenn die auch von daheim aus können. Fachkräfte mit Migrationshintergrund. Hier gibt es eine Initiative vom Lebensraum Innviertel. Hier wurde eine Mitarbeiterin angestellt, die Fachkräfte aus dem Ausland, ich möchte diese nicht Migranten als Migranten bezeichnen, sondern als Fachkräfte aus dem Ausland, hier im Innviertel heimisch macht, ihnen bei ganz banalen Dingen behilflich ist, ob es jetzt um den Kindergartenplatz der Kinder geht oder um das Umschreiben des Führerscheins, einfach nur, dass sie sich wohlfühlen bei uns. Maßnahmenvorschläge gäbe es viele. Leider ist laut Josef Buttinger der Leidensdruck bei den Unternehmen noch nicht hoch genug. Wenn wir viele Betriebe und auf der anderen Seite viele Bewerber oder Dienstnehmer kennen und wissen jeden Tag, die keinen Job mehr finden mit dem Argument, weil er eben schon 48 oder 50 Jahre alt ist. Solange das der Fall ist, kann es uns noch nicht schlecht gehen in Wahrheit. Und solange wir auch bei Lehrlingen immer noch jetzt uns leisten können, wenn der in Deutsch, Englisch ein 3- oder ein 4-Zeugnis hat, dann nehmen wir ihn auch nicht auf. Solange, bitte, braucht man, dürfen wir nicht jammern und sudern in Oberösterreich, dass uns die Fachkräfte ausgehen. Aber es ist schade, weil wir uns dadurch auch gesellschaftspolitisch in der Entwicklung viel verbauen und da nicht mitwachsen können.